Hallo, mein Name ist Markus Weger, ich bin Autor und Referent für Fotografie und Gestaltung. Ich schreibe über Grafikdesign und Bildbearbeitung und unterrichte diese Themen auch an der EPOS Akademie in Götzis im Westen Österreichs. Ich fotografiere seit etwas über 30 Jahren, zunächst mal mit einer analogen Kompaktkamera, bin dann später in die Arbeit mit analoger Spiegelreflexkamera eingestiegen und konnte bereits Mitte der 90er Jahre erste Erfahrungen mit einer Digitalkamera sammeln. Zur Jahrtausendwende etwa habe ich mir dann meine erste eigene Digitalkamera gekauft, eine Kompaktkamera natürlich. 2006 dann Einstieg in die Arbeit mit digitaler Spiegelreflexkamera. Meine erste Kamera, eine Nikon D80 mit einem, ich glaube, 10 Megapixel APS-C-Sensor. Einige Monate später habe ich den Auftrag bekommen, über eine Kamera zu schreiben, die Nikon D700, eine Vollformatkamera. Und diese habe ich mir dann auch gekauft, was dann somit mein Einstieg in die Arbeit mit DSLR mit Vollformat war. Ist allerdings DSLR mit Vollformat weder wahnsinnig leicht noch wahnsinnig kompakt. Ich habe dann einige Zeit noch die D80 als Zweitkamera mit mir herumgetragen. Aber diese frühe Generation an Digitalkameras war noch extrem anfällig für Rauschen. Das heißt, schon bei ISO 800 hatte man ein Rauschen im Bild, das ist einer saugrauste. Und deshalb war das auch nicht dann längerfristig zufriedenstellend, eben neben der Qualität der D700. Also habe ich Ausschau gehalten nach Möglichkeiten, irgendetwas Kompakteres mitzunehmen. Die Sensorentwicklung war zu dieser Zeit rasant. Das Rauschverhalten ist in sehr schnellem Tempo sehr viel besser geworden. Also Kompaktkameras hatten dann bald mal schon ein besseres Rauschverhalten wie die Nikon D80. Aber auf der anderen Seite haben diese kompakten Digitalkameras auch viele Nachteile, hatten damals viele Nachteile gegenüber einer Systemkamera. Langsame Fokussierung, Bildqualität nicht auf dem Niveau, nicht die Möglichkeit, in RAW zu fotografieren, dass ich da eigentlich kein Modell gefunden habe, das mich wirklich zufriedengestellt hat. Die erste kompakte Möglichkeit, die mir dann wirklich Spaß gemacht hat und wo ich auch mit der Qualität, was rausgekommen ist, zufrieden war, das war die Lumix G3, eine frühe MFT-Kamera, was die Fokussierung und die Bildqualität angeht, natürlich noch nicht auf der Höhe einer Nikon D700, aber doch schon relativ nahe dran. Wenn ich die Bilder von damals mit denen von heute vergleiche, da gibt es durchaus auch Aufnahmen, die man ohne Wetter weiteres ausdrucken kann und in A3 neben ein Bild von einer D700 oder auch Nikon D600 hängen kann, ohne dass die qualitativ großartig abfällt. Die Digitaltechnik hat meiner Meinung nach zu der Zeit, was die Sensoren angeht, schon ein relativ großes, relativ gutes Niveau erreicht. Also es war möglich, in den meisten Situationen brauchbare Aufnahmen zu erzielen. Meiner Meinung nach der größte Teil, dass ich finde, dass ich heute bessere Fotos mache wie damals, liegt weniger an der Entwicklung der Kameras als an meiner eigenen fotografischen Entwicklung, die ich seither durchgemacht habe. Qualitativ wirklich überzeugen konnte mich dann erst die Olympus OMD EM5 in der ersten Generation. Ich habe mir auch diese als kompakte Zweitkamera, habe ich mir zugelegt, und habe dabei einen unheimlichen Spaß bei der Arbeit mit dieser kleinen leichten Kamera entdeckt, mit den Möglichkeiten, die mir das Klappdisplay, das Auslösen per Touch lieferte. Die war jetzt auch schon recht gut, was die Fokussierung angeht. Und ich habe auch vor allem gerne mit dem elektronischen Sucher gearbeitet. Und das tue ich nach wie vor noch immer. Allerdings hätte ich mit dem Body dieser Kamera noch nicht wirklich umsteigen können. Dafür war dann erst die Olympus OMD EM1 notwendig, deren Body ein professionelleres Shaping hat, einen größeren, etwas voluminöseren Body, deutlich kleiner und leichter als bei einer Vollformat-Spiegelreflexkamera, aber groß genug, um sich wirklich
effizient handeln zu lassen und auch mit etwas größeren Objektiven gut arbeiten zu können. Immerhin habe ich zu der Zeit dann doch auch noch immer wieder Sessions im Bereich People-Fotografie gemacht, die dann 1, 2 Stunden, manchmal auch mehr gedauert haben. Und für das braucht man einfach eine andere Kamera als das die EM5 ist, jedenfalls in meinen Augen. Ich habe mich dann also für MFT und für die EM1 entschieden und habe meine Nikon-Ausrüstung verkauft. Nicht, weil ich unzufrieden war mit Nikon, mit der Bildqualität oder sonst etwas daran. Ich habe immer gerne mit Nikon gearbeitet. Aber da ich eben sehr viel unterwegs fotografiere und teilweise auch Fotosessions mit Personen gemacht habe, die dann eine halbe Stunde oder eine Stunde den Berg rauf zunächst mal anzuwandern waren, da war mir das leichtere Spiegel. Lose System, MFT-System dann doch lieber als die Nikon Vollformatkameras. Und ich habe diesen Umstieg nie bereut. Insgesamt, seit es digitale Systemkameras gibt, seit es digitale Spiegelreflexkameras gibt, tobt die Diskussion darüber, welcher Sensor denn der richtige ist und wie groß ein Sensor sein muss, damit man ausreichend Qualität herausbekommt. Der Mainstream geht in die Richtung, dass man mit einer MFT-Kamera nicht professionell arbeiten kann, nicht professionell fotografieren kann, dass man keine professionelle Abbildungsqualität herausbekommt. Manche bezeichnen das System sogar als Müll, habe ich auch schon öfters gehört. Ich bedanke mich somit bei den ganzen Kollegen, die das so zum Ausdruck bringen, dass sie mir sagen, dass ich nicht in der Lage bin, professionell zu fotografieren. Ich glaube, es gibt Leute, die das etwas anders sehen, zumindest für mein Buch oder für die Bilder in meinem Buch, die kreative Fotoschule, habe ich immer wieder das Feedback bekommen, dass sich darin sehr schöne Bilder, dass insgesamt die Bilder darin auch sehr gut gemacht sind. Es ist ein buntes Sammelsurium an Bildern aus Vollformat, APS-C, Kompaktkameras, aber natürlich auch vielen MFT-Kameras. Und ich glaube, dass das Feedback weniger die Abbildungsqualität aus der Kamera betraf, sondern vielmehr die Bildqualität in Bezug auf Auswahl des Motivs, aus Bildkomposition und Bildgestaltung. Ich denke, dass diese Aspekte, die Qualität des Motivs, die kreative Umsetzung des Motivs, den größten Teil eines interessanten Fotos ausmachen und dass die Detailqualität in manchen Situationen natürlich das Zünglein an der Waage mal sein kann, aber vergleichsweise unbedeutend ist. Und als jemand, der seit 25 Jahren mit Bildbearbeitung arbeitet und über Photoshop geschrieben hat, wage ich zu behaupten, dass aus einer MFT-Kamera heute absolut professionelle Bilder herauszubekommen sind. Nun hatte ich satt, einfach immer nur darüber zu diskutieren, und da ich die Möglichkeit hatte, mir verschiedene Kameramodelle auszuborgen, habe ich mich entschlossen, ein Projekt zu starten, bei dem ich wirklich mal Eigenstände vergleichen wollte. Wie ist es dann wirklich, wenn man in dem Bereich, in dem ich fotografiere, Landschaftsfotografie, viel unterwegs, Tiere fotografieren, wenn man in diesem Bereich, wie sich da für mich persönlich eine Vollformatkamera verhält, ob sie tatsächlich besser ist, ob sie tatsächlich schon so leicht ist wie eine MFT-Kamera. Und nach den ersten Vergleichen, die ich hier gemacht habe im Bereich Tiere, vor allem beim Tierefotografieren, muss ich sagen, MFT ist nach wie vor die bessere Wahl für mich. Und wenn ich mir die Vergleichsbilder anschaue, dann muss man schon sehr genau hinsehen, um die qualitativen Unterschiede zu sehen. All diese Bilder stehen in meinen Artikeln zur Verfügung in 100% Ansicht. Das heißt, jeder kann sie sich ansehen und sich ein eigenes Bild davon machen. Das Bild kann natürlich auch anders sein wie mein Bild. Auf was ich dabei gestoßen bin und was mich selber überrascht hat, ist, dass ich mit den Vollformatkameras keinen höheren Dynamikumfang feststellen konnte. Dynamikumfang, manche verwechseln das mit Rauschverhalten und so oder mit Farbtiefe, das hat zunächst mal nicht wirklich was damit zu tun. Es geht im Grunde genommen um die Möglichkeit der Kamera, Kontraste zwischen hellstem und dunkelstem, im Grunde genommen zwischen Schwarz und Weiß aufzeichnen. Und absolutes Weiß und absolutes Schwarz kann keine Kamera aufzeichnen. Man geht davon aus, dass in Natur der Kontrastunterschiede eine Größenordnung bis zu 1 zu 1 Million betragen können. Und die
besten, das sind etwa 20 Lichtwerte, die besten Systemkameras heutzutage erreichen, die besten Sensoren erreichen einen Dynamikumfang inzwischen von knapp 15 Lichtwerten. Für Olympus MFT-Kameras werden knapp 13 Lichtwerte ausgegeben. Und das ist doch ein eklatanter Unterschied auf dem Papier, diese von 13 auf 15 Lichtwerte da zwei, das ist mehr als 10% Unterschied. Und was mich überrascht hat, ist, dass ich beim Bearbeiten der RAW-Dateien, beim Restaurieren von Lichtern, dass ich keinen Unterschied feststellen konnte zwischen Aufnahmen, die ich mit einer MFT-Kamera gemacht habe, die ich mit Olympus gemacht habe, und Aufnahmen, die ich mit einer Sony im Vollformat gemacht habe. Vor einigen Tagen erreichte mich dann zu einem Artikel mit einem Vergleich ein Kommentar, in dem ich unter anderem geschrieben habe, dass ich mit meinen Nikons mit 12-Bit statt mit 14-Bit fotografiert habe, weil ich einfach den Vorteil den Bildern in der Praxis nicht angesehen habe mit der größeren Bittiefe, die ja auch für deutlich größere Dateimengen sorgt. Der theoretische Unterschied ist mir natürlich absolut klar. Ich habe bei 14-Bit um die 16.000 Abstufungen je Farbkanal, bei 12-Bit sind es nur in Anführungszeichen um die 4.000 oder knapp 5.000 Abstufungen je Kanal. Das ist ein immenser Unterschied. Aber wie gesagt, in der Praxis konnte ich diesen Unterschied an und für sich nicht sehen. Darum habe ich auf die größeren Dateien verzichtet. Nun teilte mir dieser freundliche Leser mehr oder weniger deutlich mit, dass meine Dateien, die meine Olympus-Kameras fotografieren, einfach nur Schrott sind, dass ich nur idiotische Sprüche klopfe, dass ich nur Vollformat schlecht schreiben wollte und als unnötig bezeichne, was ich ja permanent tue, was regelmäßige Leser sicher wissen, dass ich unnötigen Quark von mir gebe, und wenn ich behaupte, keinen Vorteil in 14-Bit statt in 12-Bit zu haben, dann hätte ich quasi sowieso von Tuten und Blasen keine Ahnung. Normalerweise schalte ich solche Kommentare zwar frei, wenn sie auf diese Art formuliert sind, weil ja auch Choleriker eine Meinung haben dürfen. Aber ich reagiere üblicherweise nicht auf so einen Ton. In diesem Fall hat mich allerdings interessiert, woher dieser User die Sicherheit nimmt, mit 14-Bit statt 12-Bit einen Vorteil zu haben. Ob er mir da nicht Beispiele zeigen könnte. Und er hat mir dann Links geschickt, einige Tage später, zu einem, die von Artikeln stammen von Photography Live, die ich mir auch angesehen habe. Hier mal 14-Bit in Original und hier jetzt 12-Bit in Original. Und jetzt die 14-Bit-Variante, wo die Tiefen hochgezogen sind, im Vergleich dazu die 12-Bit-Variante, wo die Tiefen hochgezogen sind. Und ich sehe zwar Unterschiede in der Tönung zwischen diesen beiden Bildern, aber qualitativ einen Unterschied kann ich nicht feststellen. Kann ich vor allem deshalb nicht feststellen, weil in diesem Fall diese Bilder viel zu gering aufgelöst sind. Natürlich weiß ich, dass sich die Kameratechnik und die Sensortechnik weiterentwickelt hat, seit ich mit Vollformat fotografiert hatte und überhaupt die Möglichkeit hatte, mit 14 statt 12-Bit zu fotografieren. Diese Möglichkeit habe ich bei Olympus nicht. Ich habe mir das damals auch wirklich nach Gefühl, hatte ich den Eindruck, dass mir 14-Bit nicht mehr bringt als 12-Bit, und habe mich dann für 12-Bit entschieden. Ich habe es nie konkret untersucht und das wollte ich jetzt nachholen. Dafür bin ich zum einen mal mit meiner Olympus OMD EM1 für den Vergleich losgegangen mit dem 12 bis 40 mm Mark III, EM1 Mark III, und habe zusätzlich zur Nikon Z5 eine Vollformatkamera, die ich bereits einige Tage, mit der ich schon etwas ein paar Tests gemacht habe. Mit diesen beiden Kameras bin ich losgezogen. Hier ist das Objektiv 24 bis 50 mm, F4 bis 6,3 drauf. Und dabei haben mich verschiedene Dinge interessiert. Erstens mal die Untersuchung, wie groß ist wirklich? Gibt es hier diesmal, sehe ich diesmal einen Unterschied im Dynamikumfang zwischen Vollformat und der MFT-Kamera? Mich hat interessiert, wie sich die Bildstabilisierung, die Z5 hat jetzt auch Sensorstabilisierung. Das hat mich interessiert, wie sich das verhält. Und außerdem noch das Rauschverhalten. Und dazu habe ich mich ein zweites Mal, ein weiteres Mal an den düstersten Platz begeben, den ich in Feldkirch kenne, nämlich den Feldkircher Dom.
Die erste Untersuchungsreihe, die ich hier gemacht habe, betrifft jetzt mal den Unterschied zwischen 14-Bit und 12-Bit. Diese Aufnahme hier ist mit der Z5 bei 14-Bit entstanden. ISO 400, ich musste die ISO-Empfindlichkeit etwas anheben, denn bei ISO 100, was hier der Basiswert ist, ist mir die Verschlusszeit zu lange geworden und ich habe verwackelte Bilder bekommen. Bei ISO 400 hat das Ganze dann funktioniert, bei 2/3 Sekunde, also durchaus eine effektive Bildstabilisierung am Sensor, eine ganz andere Welt wie das, was ich früher von Vollformat noch kannte, wo bestenfalls einmal ein Objektiv stabilisiert war. Hier jetzt der Vergleich dazu, die Aufnahme in 12-Bit. Wie das eine Bild ist etwas heller, das andere etwas dunkler, sind nicht 100% genau gleich ausgearbeitet, aber bei beiden funktioniert das Hochziehen der Tiefen und Lichter. Es war natürlich hier auch bei allen Bildern, die ich jetzt zeigen werde, sind die Tiefen extrem angezogen zwischen plus 50 und plus 100, schwarz angezogen zwischen plus 50 und plus 100 und die Lichter auf minus 100 gefüllt, um wirklich das Maximale an Kontrastumfang aus dem RAW heraus zu kitzeln. Und wenn ich das hier vergleiche, ist am interessantesten hier dieses Fenster im Hintergrund hinter dem Altar. Wenn ich mir das mal in der 100% Ansicht hier ansehe bei 12-Bit und das vergleiche mit Aufnahme in 14-Bit, dann der einzige Unterschied, den ich sehe, dass das hier etwas dunkler eingestellt ist, aber in beiden ist die Füllung da. Also kein Unterschied zwischen 12-Bit und 14-Bit hier im Dynamikumfang. Zweite Ansicht hier des Doms, wieder mit 14-Bit aufgenommen. Hier eine knappe Sekunde Belichtungszeit aus freier Hand gehalten. Hat in diesem Fall funktioniert, weil ich mich an einer Wand anlehnen konnte. Alle anderen Aufnahmen, die ich mit der Z3 gemacht habe, mit der Z5 gemacht habe, die über eine Sekunde hinaus gingen, wenn ich frei stand, aus freier Hand, waren diese Bilder verwackelt. Ja, auch hier der Vergleich von der 14-Bit-Aufnahme zur 12-Bit-Aufnahme. Auch hier wieder vor allem interessant, diese Glasscheiben, die Tönung, vor allem in den hellen Bereichen der Glasscheiben. In beiden Aufnahmen hier ist Zeichnung drin, also ich kann keinen Unterschied beim Dynamikumfang erkennen. Kommen wir nun zu den Bildern, die ich mit der Olympus gemacht habe. Auch hier habe ich zwei Varianten gemacht und zwar einmal im normalen 20-Megapixel-Modus und einmal im hochauflösenden Freihand-Modus. Dieses ist jetzt eben zunächst mal eine Aufnahme mit 20 Megapixel und ich habe in meinem letzten Artikel, glaube ich, geschrieben und im Video vielleicht auch gesagt, dass mir das Thema größerer Dynamikumfang mittlerweile vorkommt, wie das Ungeheuer von Loch Ness. Viele behaupten, sie gesehen zu haben, aber niemand kann ein eindeutiges Bild, ein klares Bild davon vorlegen. Ich habe jedenfalls noch keines gesehen, bis auf dieses Bild hier. Wenn ich mir das Bild jetzt hier ansehe und hier in den Lichtern, in den Gläsern, in die Gläser hineinschaue und das vergleiche mit der Aufnahme, das mit der Z5 entstanden ist, dann habe ich in der Z5 in den hellen Gläsern hier noch die Tönung der Farbe drin und in dieser Aufnahme fehlt die Tönung. Also hier sieht man diesen Unterschied tatsächlich, allerdings bei einer ganz extremen Aufnahme. Und bei diesem winzigen Unterschied, der sich in der Praxis, den ich hier jetzt in der Praxis feststellen kann, ob jetzt eine Kamera 13 Lichtwerte hat oder 15 Lichtwerte, um dieses Thema drehen sich Diskussionen seit Jahren und wegen dieses winzigen Unterschieds ist eine MFT-Kamera für Landschaftsfotografie nicht zu gebrauchen. Ja, es wird jetzt noch interessant bei einer einzigen Aufnahme. Im normalen Modus mit 20 Megapixel, da habe ich wirklich das Quäntchen weniger Kontrastumfang als hier bei der Nikon Z5 mit Vollformat-Sensor. Interessant wird jetzt allerdings der Vergleich, wenn ich nochmal die nächste Aufnahme, diese habe ich jetzt im hochauflösenden Freihand-Modus gemacht und wenn man die jetzt, die Gläser wieder vergleicht im Hintergrund mit den Fotos, die aus der Vollformatkamera kommen, dann habe ich hier wieder dieselbe Tönung drin. Das heißt, der hochauflösende Freihandmodus, diese 16 Bilder, die hier
zusammengerechnet werden sind, die erhöhen den Dynamikumfang der MFT-Kamera und ich habe damit in der Praxis dasselbe Resultat, das ich auch mit der Vollformat-Kamera erziele. Hinzu kommt noch, dass wenn man sich hier die Details anschaut und vergleicht, dass diese Aufnahmen, die ich im hochauflösenden Modus gemacht habe und die aus 16 Bildern zusammengerechnet werden, ich kaum Rauschen sehe. In diesem Fall ist es eine Aufnahme, die ich bei einer Viertelsekunde mit ISO 200 gemacht habe. Da sollte sowieso nicht viel rauschen. Aber ich habe auch Bilder gemacht, die ich mit ISO 1600 gemacht habe und darüber hinaus. Und trotzdem im zusammengerechneten Bild habe ich dann kaum ein Rauschen sichtbar. Zweite Ansicht, auch das noch einmal zu vergleichen, die Aufnahme mit 50 Megapixel im hochauflösenden Modus vergleicht, dann habe ich wieder dieselbe Zeichnung drin, wie das bei der Nikon, wie das bei der Vollformatkamera der Fall ist. Was man jetzt sich hier bei der hochauflösenden Aufnahme nicht genau anschauen darf, ist die Detailschärfe. Das habe ich schon vor einigen Monaten nach einem Test festgestellt, dass Freihandmodus hochauflösend bei meinen EM1-Kameras praktisch nicht wirklich mehr bringt. Also wenn man mit 20 Megapixel fotografiert, wird im Grunde genommen dieselben Details werden etwas unschärfer, dafür höher aufgelöst, abgebildet. Und ich habe auch Vergleiche gemacht, in denen ich das 20 Megapixel Bild hochinterpoliert habe auf die 50 Megapixel und das schenkt sich unterm Strich nichts. Also das ist kein Mehrwert. Aber was dieser hochauflösende Freihandmodus zu bringen scheint, ist, dass man eben einen höheren Dynamikumfang bekommt und damit eben auch in die vermeintliche Domäne von Vollformatkameras vordringen kann und dass das Rauschen reduziert wird. Das ist natürlich jetzt motivabhängig. Das kann ich bei so einem Motiv machen, wo alles still ist. In dem Moment, wo ich Bewegung im Bild habe, ist natürlich ganz klar, die Vollformatkamera, dann kann die ihren Vorteil natürlich ausschöpfen. Worauf ich hier übrigens noch die Aufmerksamkeit auch lenken möchte, ist, wenn ihr mal hier dieses Sternchen ansieht, hier in der Dings, in der Aufnahme, die ich mit Olympus gemacht habe, das ist nicht besonders schön geworden, das ist etwas ausgefressen. Wenn ich das jetzt vergleiche mit dem, was die Z5 ausgegeben hat, dann habe ich hier ein sehr schönes, klares Sternchen mit klaren Strahlen. Das ist etwas, was nach meiner Erfahrung, ist zwar sehr stark objektivabhängig, aber nach meiner Erfahrung sind in diesem Bereich Kameras mit größeren Sensoren besser. Sehen wir uns jetzt das Rauschverhalten der verschiedenen Sensoren, der verschiedenen Kameras noch an. Hier die Nikon Z5. Diese Aufnahme habe ich versucht bei ISO 100 zu machen, dreiviertel Sekunde freistehend aus freier Hand. Das wäre mir dann doch wieder nicht möglich, das ohne Verwackelung zu halten. Ich habe dann eine zweite Aufnahme gemacht, bei der ich die ISO-Empfindlichkeit hochgedreht habe auf ISO 800, was an und für sich ja nicht wahnsinnig viel ist. Aber da ich bei diesen Bildern eben die Tiefen und Schwarz auf plus 100 hochdrehen musste, auf der anderen Seite die Lichter gesenkt habe, da wird dann doch Rauschen sichtbar. Das ist auch ganz klar, dass das so ist. Und hier noch im Vergleich dazu die Aufnahme im hochauflösenden Modus mit ISO 200 aufgenommen, eine Drittelsekunde Verschlusszeit und eine tadellose Aufnahme. Natürlich hat hier, wie gesagt, die Olympus den Vorteil des lichtstärkeren Objektivs, das ich hier bei F2.8 eingesetzt habe. Das würde allerdings auch nicht anders aussehen, wenn es ein F4-Objektiv gewesen wäre oder wenn ich mit F4 fotografieren hätte müssen. Denn Verschlusszeiten mit 1 oder 2 Sekunden aus freier Hand sind für mich mit der Olympus gar kein Problem. Diese Aufnahme hier beispielsweise ist mit einer deutlich längeren Brennweite bei 80 mm entstanden und bei einer Sekunde Verschlusszeit und auch hier keine Spur von Verwackelung. Ich konnte bei ISO 200 fotografieren und
Wie üblich geht es mir hier nicht darum zu sagen, die eine Kamera ist besser als die andere. Im Grunde genommen mache ich die ganzen Vergleiche ja nur deshalb, weil ich dauernd anhören muss, dass meine Kameras, meine MFD-Kameras nicht gut genug sind. Nun, ich stelle hier die Bilder zur Verfügung. Ihr könnt die Bilder in Originalauflösung über meinen Blog ansehen. Ihr könnt sie herunterladen und ich werde auch diesmal wieder die RAW-Dateien hochladen, damit ihr eigene Experimente damit machen könnt. Noch viel interessanter wäre es natürlich auch, vor allem all diejenigen, die beide Systeme verwenden, doch mal eigene solche Versuche zu machen und ob ihr da irgendwas rausfindet, dass vielleicht doch noch der Dynamikumfang von Vollformat etwas, dass Situation gibt, wo der Vorteil noch etwas mehr zu sehen ist als bei den Aufnahmen, die ich hier gezeigt habe. Wir sollten uns weniger um irgendwelche theoretischen Diskussionen kümmern, sondern vielmehr um die praktische Fotografie. Mit diesen Vergleichen trage ich die Fotoapparate in die Praxis. Eines möchte ich hier noch, was ich im Beitrag auf meinem Blog auch beschreibe, noch erklären. Es gibt unter anderem von diesem freundlichen Leser, den ich zu Beginn des Artikels beschrieben habe, der hat mir unterstellt, dass ich ja gar keine Ahnung habe, wenn ich behaupte, dass Bildbearbeitung in 16-Bit nicht mehr bringt wie in 8-Bit. Ich vermute, dass er mich da etwas falsch verstanden hat. Natürlich, wenn ich im RAW arbeite, dann ist 12-Bit besser als 8-Bit. Mir ging es bei dieser Aussage um die Bildbearbeitung in einem Programm wie Photoshop, wo ich ja keine RAW-Daten mehr bearbeite. Und da gibt es den Mythos, dass man bessere Qualität erzielt bei Veränderungen bei der Tonwerkkorrektur, wenn man in 16-Bit anstatt in 8-Bit arbeitet. Theoretisch ist das auch absolut richtig, denn in 16-Bit habe ich etwas um die 55.000 Abstufung je Farbkanal. Bei 8-Bit sind das 255. Das heißt, über diesen theoretischen Unterschied muss ich nicht mehr sagen. Nur, wie sieht das Ganze in der Praxis aus? Dazu habe ich mal dieses Bild hier herangezogen, das etwas flau ist und es mit Hilfe einer Gradationskurve den Kontrast erhöht. Und dadurch dieses Resultat erzielt. Das ist jetzt das Resultat, das ich erzielt habe aus einer TIFF-Datei, die ich bei 16-Bit an Photoshop übergeben habe. Das nächste Bild jetzt hier, das ist das Ergebnis, das ich aus einer 8-Bit-Aufnahme herausgeholt habe. Und wenn ich diese beiden Bilder in Photoshop in Ebenen übereinander lege und ein- und ausblende, dann sieht man keinen Unterschied. Einen Unterschied zwischen den Bildern sieht man, wenn man die Histogramme vergleicht. Das hier ist das Histogramm der Originaldatei. Das sieht man ganz genau auf der linken Seite. Da ist einiges am Platz bis zum Rand. Das heißt, da fehlen ganz einfach die Tiefen. Und wenn ich mir das Histogramm anschaue der 16-Bit-Datei, dann sieht das so aus. Das ist ein gutes Histogramm. Wenn ich mir hingegen das Histogramm ansehe der 8-Bit-Aufnahme, dann sieht das so aus. Hier sieht man ganz klar diese Tonwertabrisse, die ich bei 256 Stufen je Farbkanal nicht vermeiden kann. Das heißt, im Histogramm sehe ich ganz klar den Unterschied. Wir haben also einen theoretischen Unterschied. Nur in der Praxis, am Bild, sehe ich keinen Unterschied. Das wären meine Erfahrungen und meine Meinungen über die Themen Dynamikumfang, Bittiefe, Bildstabilisierung und Bildrauschen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, schenkt mir ein Like. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit. Ich wünsche euch allzeit gut Licht, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Euer Markus Weger.